Nur wer den Computer als Werkzeug begreift, ist ihm nicht ausgeliefert. Und dann habe ich mich immer gefragt, mein Gott, mit diesen ganzen IT-Geschichten, wozu braucht der Mensch das? Also ich gehöre der Generation an, die denkt, das ist ein Problem. Mit diesem Problem muss ich mich wissenschaftlich auseinandersetzen. Und um das zu tun, was brauche ich dazu? Da brauche ich zuerst mal meinen Kopf und dann brauche ich ein weißes Blatt und etwas zu schreiben. Und der Rest findet sich dann. Heute ist das anders. Sie spielen schon im Kindergartenalter Memory auf dem Tablet und bleiben bei langen Autofahrten dank personalisiertem Display ruhig. Schon mit 10 Jahren scheinen sie ohne Internetzugang Entzugserscheinungen zu bekommen. Sie sind bald rund um die Uhr vernetzt, schicken sich Nachrichten zu allem und nichts, haben den Adlerblick für winzig kleine Schaltflächen und bedienen Menüs auf Smartphones, Tablets und PCs meist intuitiv. Sie haben ein fast intrinsisches Interesse an digitalen Inhalten und Geräten, nutzen sie mit großer Selbstverständlichkeit und stellen Funktionalitäten meist nicht in Frage. Die Rede ist von den Vertretern der Generation Smartphone. Im Übrigen, ich wurde das heute gerade bei einem Interview gefragt, dieser Titel Generation Smartphone, der kam relativ spontan, weil ich wollte die Zielgruppe nicht speziell auf kleine Kinder oder Jugendliche fixieren, wusste aber zu dem Zeitpunkt, das war vor einem guten Jahr, noch nicht, dass das mittlerweile schon fast ein etabliertes Schlagwort ist. Ich habe es im Prinzip deshalb genommen, weil ich ja altersgruppenunabhängig Eltern, Großeltern, Pädagogen, alle, die mit Heranwachsenden zu tun haben, ansprechen wollte. Die aktivsten Körperteile vieler Kinder und Jugendlicher sind die Finger. Angeblich sind Zeigefinger und Daumen bei manchen schon plattgedrückt, verbunden mit Genickstarre. Dabei wollen wir das digitale Zeitalter eigentlich gar nicht mehr missen. Eltern bleiben selbst mit pubertierenden Teenagern in Kontakt, wenn diese sie per WhatsApp fragen, wann es denn endlich Abendessen gibt, während sie gerade im Zimmer sitzen. Oder mitteilen, dass sie abends den letzten Bus verpasst haben und daher bei einer Freundin übernachten. Die Großeltern bekommen regelmäßig ein Selfie, sofern sie digital vernetzt sind. Und für Referate wird, ohne den Fuß vor die Tür zu setzen, schnell mal im Internet recherchiert. Der Papa hätte dazu wahrscheinlich auch einiges gewusst, aber Fragen dauert zu lange. Über Gruppenchats in Smartphone-Apps oder sozialen Netzwerken bleiben Freunde und Familie selbst über große Distanzen in einem regen Austausch und können ohne großen zeitlichen Aufwand Alltägliches einerlei miteinander teilen. Die Welt scheint ein Dorf zu sein und Englisch ist wirklich praktisch. Denn wer wirklich auf dem Laufenden sein möchte, der folgt nicht nur einer Handvoll deutscher YouTube-Stars mit deren Videos, Fotoserien oder Kommentaren, sondern weiß auch Bescheid, was sich auf der großen Bühne von YouTube, Instagram oder Snapchat in New York, Los Angeles, London oder Sydney zuträgt. Überhaupt scheint alles, außer der Schule, so einfach. Mit den Schminktipps von Heidi Klum oder der Beauty-Serie eines YouTube-Stars wird jeder Maskenbildner in die Tasche gesteckt. Und die Jungs schauen sich die Trainingseinheiten irgendwelcher Sixpack-Ikonen auf Video an und machen es locker nach. In der einen Hand eine Hantel, in der anderen Hand das Smartphone.